Hallo, ich habe eine Frage bekommen zum Thema Kindererziehung, die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten und da möchte ich gleich gerne antworten. Lieber Herr Professor Bonelli, vielleicht möchten Sie einmal zum nachfolgenden Thema einmal ein Video machen. Ich wäre Ihnen dankbar. Sie haben letztens ein Video mit Ihren Kindern veröffentlicht. Anhand der Kommentare erkenne ich, dass es nicht nur mir so geht. In Ihrem Video erklären Sie, dass das Leben besser wird, je mehr Kinder man hat. Naja, okay. Gut, da gibt es natürlich Obergrenzen. Die Obergrenze habe ich scherzhaft, glaube ich, festgesetzt mit 16 oder 12 oder so. Das war natürlich provokant. Aber wozu ich stehe, ist, dass ein Kind ein Segen ist normalerweise. Und dass das der ganzen Familie gut tut, den Eltern und besonders auch den Geschwisterchen. Tatsächlich, ja. Einzelkinder sind meistens arme Geschöpfe, vor allem wenn sie dann sechs Erwachsene, also das heißt die Eltern und dann jeweils noch die Großeltern, die vielleicht auch noch nur Einzelkinder haben, auf das Kind gaffen und natürlich auch wahnsinnig sehr bewundern, keinen Vergleich haben und deswegen sehr häufig narzisstisch verzogen werden. Der Anstieg an Narzissmus in unserer Gesellschaft hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir sehr viele Einzelkinder haben, die es nicht lernen, sich an anderen Kindern zu reiben. Das habe ich gemeint. Ein Kind ist ein Segen tatsächlich. Und wenn man mehrere Kinder hat, ist das sicherlich besser, als wenn man nur eins hat oder gar keins hat. So, Sie schreiben aber, lieber Herr B., Sie schreiben mir, ich vertrete derzeit eine andere Position als ich, Bonelli, nämlich, dass Kinder extrem belastet sind und viel zusätzliche Konfliktfelder in der Partnerschaft schaffen. Naja, da ist natürlich auch was Wahres dran, nicht, dass Kinder. Also extrem belastend, ja, ist natürlich die Frage, was ist extrem belastend? Natürlich ist es ruhiger, wenn man keine Kinder hat oder wenn man vielleicht eins hat, als wenn man mehrere hat tatsächlich. Aber dafür hat man das Leben zu Hause, wissen Sie. Also ein Haus oder eine Wohnung voll mit Erwachsenen oder eben leer mit Erwachsenen ist im Grunde auch ein trauriges Haus. Natürlich kann man von einer Party auf die andere gehen, aber ich weiß nicht, ob das auf Dauer zuträglich ist. Natürlich sind Partnerschaften durch Kinder belastet, aber Partnerschaften, die keine Kinder haben, gehen viel leichter auseinander. Also das heißt, Kinder stabilisieren Partnerschaften, weil man eine gemeinsame Aufgabe hat. Also extrem belastend, natürlich der Schlaf ist schon belastend. Das gebe ich zu und manchmal auch die Nerven. Jetzt müssen wir natürlich sehr genau schauen, welches Alter meinen Sie denn konkret? Weil die Belastung durch ein pubertierendes Kind oder durch pubertierende Kinder ist ganz anders als die Belastung eines Neugeborenen, vielleicht Buben, der Bauchweh hat und ständig weint oder ein Kind, das nicht schlafen kann, Albträume hat oder das halt krank ist oder. Und Kinder, die ständig streiten miteinander, das gibt es natürlich auch. Da gibt es so viele verschiedene Arten von Belastung, dass man das wirklich differenzieren und auseinanderglauben muss. Aber für all das gibt es natürlich auch Lösungsansätze. Aber am Ende steht immer, wenn man Kinder hat, hat man Zukunft. Wenn man keine Kinder hat, dann hat man im Grunde keine Zukunft. Dann sitzt man irgendwann einmal allein im Altersheim, der Partner ist vielleicht auch noch gegangen. Und ist einsam, hat vielleicht viel Geld, das ist natürlich schön, man kann sich dann die Pflege leisten, aber man hat niemanden, der einen liebt. Kinder sind natürlich keine Garantie, weil die können auch nicht lieben. Sie können sich auch dafür entscheiden, dass sie ihre Eltern nicht zurücklieben, aber je mehr sie ihre Kinder geliebt haben, umso sicherer ist das auch, dass sie zurückgeliebt werden und dass man liebt und zurückgeliebt wird, das ist schon etwas sehr Schönes im Leben. Weil es auch die Dimension der Selbsttranszendenz offenbart. Ja, ich bin da, um mich zu schenken. Und das sieht man nirgends so offensichtlich wie in einer Familie. Auch die Liebe, die zwischen Mann und Frau wird durch Kinder meiner Meinung nach befruchtet, weil am Anfang ist natürlich die Liebe zwischen Mann und Frau sehr erotisch und anziehend und angenehm. Aber später mal besteht die Liebe eben darin, dass man aufsteht, wenn das Kind weint, damit der andere
schlafen kann. Das tut natürlich ungleich mehr weh, als der Frau Blumen schenken und mit ihr gemeinsam ins Theater gehen. Deswegen ist da schon was Wahres dran, wenn Sie sagen, also das Extrem würde ich streichen, aber dass Kinder eben auch belastend sind. Aber dass sie nur belastend sind, das kann ich einfach nicht nachvollziehen, weil ich meine, wenn ich nach Hause komme und meine Kinder springen an mir hoch, also so viel Geld kann ich gar nicht haben. Das kann, also dass die eigenen Kinder Papa, Papa schreien und auf mir hochspringen, damit sie alle Körperkontakt mit mir haben. Also diese Art von Belohnung oder Beschenkung, das kann selbst ein Multimillionär sich nicht kaufen. Und je reicher ein Mensch ist, wenn er es dann nicht investiert in Leben, umso einsamer ist er auch, weil ihm dann muss er sich halt Liebe kaufen und wir wissen, eine gekaufte Liebe ist eben falsche Liebe. Und Kinder sind nicht falsch. Zum zweiten Punkt, nämlich viele zusätzliche Konfliktfelder in der Partnerschaft. Ja und nein, natürlich. Also die Kindererziehung ist natürlich ein heikles Thema. Sie schreiben ja unten dann noch mehr, dazu komme ich noch. Aber ich würde eher sagen, Kindererziehung offenbart, wo die Unterschiede zwischen den Weltanschauungen und Menschenverständnis ist zwischen Mann und Frau. Und es wäre schon gut gewesen, im Vorfeld das zu klären. Also ich empfehle jedem Paar, das zusammenkommt, das sich verliebt und dann später eben verlobt und irgendwann einmal überlegt, zu heiraten und eine Familie zu gründen und Kinder zu bekommen, dass sie viel nachdenken darüber, wie wollen wir unsere Kinder erziehen, welche Art von Erziehung ist angebracht, wo wollen wir hin, was wollen wir ihnen mitgeben, was sollen sie lernen. Was ist uns wichtig, was wollen wir ihnen mitgeben? Es wäre gut, wenn hier ein Konsens besteht. Aber natürlich gibt es viele oder einige Fälle, wo Mann und Frau ganz unterschiedliche Ideologien, würde ich sagen, oder Weltanschauungen haben, was die Erziehung der Kinder betrifft. Und das kann durchaus sehr belastend werden. Aber da ist meistens aus meiner Erfahrung die Kindererziehung eigentlich nur ein Symptom einer Dissonanz, die das Paar in sich trägt. Sie geben ein konkretes Beispiel aus Ihrem eigenen Leben, Herr B., das ist natürlich sehr hilfreich, danke dafür. Wir haben vor 2 Monaten unser zweites Kind, ein Mädchen, bekommen. Na gut, gratuliere. Das macht ja wahrscheinlich keine besonderen Probleme, außer dass es halt vielleicht nicht durchschläft. Aber das Problem ist eben der ältere Sohn, der ist 3,5 Jahre alt. Seit der Geburt hat sein Wesen sich komplett verändert. Er braucht durchgehende Aufmerksamkeit und muckt ständig auf. Ja, also das wundert mich jetzt gar nicht. Ich glaube, in allen Erziehungsbüchern nehme ich mal an, steht das, was ich Ihnen jetzt sagen werde. Natürlich ist ein 3,5-Jähriger eifersüchtig, wenn ein neues Baby geboren wird. Wenn das Geschwisterchen geboren wird, solange das Kind noch unter 2 ist, dann entwickelt sich kaum eine Eifersucht, weil es irgendwie, weil das Neugeborene als Teil des Ganzen wahrgenommen wird. Wenn der 3,5 ist, ist er halt natürlich schon so alt, dass er sein Revier absteckt und verteidigt. Und dass er eifersüchtig wird, das hat natürlich entwicklungspsychologisch viele Erklärungsmuster und kann man im Grunde gut verstehen, ist aber etwas, was vorübergeht. Es ist nicht so, dass Geschwister, die 3,5 Jahre entfernt sind, ein Leben lang sich nicht vertragen, sondern auf Dauer ist ihr Junge besser bedient damit, dass er eine Schwester hat, auf die er Rücksicht nehmen muss, als wenn er alleine wäre. Dass sich sein Wesen komplett verändert hat, das wird wieder zurückgehen. Sie werden merken, der kriegt sich wieder ein. 2 Monate ist nicht viel dafür, dass sich sein Leben so wahnsinnig geändert hat. Natürlich müssen Sie auch schauen, dass er noch genug Aufmerksamkeit bekommt. Sie sagen ja, er braucht durchgehende Aufmerksamkeit und muckt ständig auf. Na gut, also mit 3,5, ein Bub, der muckt schneller mal auf.
Ich würde sagen, das ist ja spät dran, weil meine mucken meistens auf zwischen 2 und 3. Das ist Terrible 2, sagt man da. Also das ist sozusagen die Phase, wo er sich selbst entdeckt und seinen Eigenwillen entdeckt. Das Lieblingswort meines Zweijährigen ist Nein zurzeit. Und da ist fast egal, was man ihm sagt. Bist du ein Pussy? Nein. Willst du dich anziehen? Nein. Willst du dich nicht anziehen? Nein. Also das ist auch nicht schlecht, wenn er sich ein bisschen abgrenzen kann. Je gelassener Eltern auf das reagieren, umso besser. Und wenn man mit Humor auf den Kleinen zugeht, dann kann man ihn auch schon wieder für sich gewinnen. Das braucht natürlich Geduld und vor allem Gelassenheit und nicht, dass sie die Nerven wegschmeißen. Ich sage jetzt nicht, dass sie das machen, weil ich kenne sie ja nicht, aber man kann durchaus die Nerven wegschmeißen. Je länger man mit dem Kind zusammen ist, umso eher schmeißt man natürlich die Nerven weg. Und deswegen ist es gut, dass man sich als Vater und Mutter abwechselt. Nicht? Also wenn er sich jetzt gerade eingeschossen hat auf die Mutter, die ist jetzt die Böse, die will irgendwas von mir, dann kann ja mal der Vater kommen und sich um das Kind kümmern und es gewinnen und vielleicht mit ihm ein bisschen lachen und Humor hineinbringen. Humor heißt Gelassenheit. Also ich versuche immer, wenn meine Kinder bitzeln, zornig sind, in Oppositionshaltung oder so, sie zum Lachen zu bringen. Das gelingt meistens sehr gut, wenn man selber eben nicht die Gelassenheit verliert. Und das kann ich Ihnen sehr empfehlen, dass Sie als Vater eine Beziehung zu Ihrem Jungen aufbauen. Ich habe sie natürlich, aber vielleicht eine noch viel bessere, das Mädchen, das 2 Monate alte. Ich nehme mal an, Ihre Frau stillt. Das kann ja nicht jede Frau, aber es ist sehr zu empfehlen und ist eine großartige Sache. Da gibt es eine sehr innige Beziehung zwischen dem Säugling und der Mutter. Das heißt, dann sind Sie mehr dafür zuständig, sich um den Burschen zu kümmern. Und je stärker diese Vater-Sohn-Beziehung ist mit 3,5, umso mehr können Sie ihm dann auch Grenzen aufzeigen. Und das braucht ein 3,5-Jähriger unbedingt. Grenzen sind ganz wesentlich. Mit 3,5 beginnen die Kinder auch schon ein bisschen zu denken und zu verstehen. Also wenn man ihnen etwas erklärt, dann ist es auch gut, wenn sie verstehen, warum der Papa jetzt so reagiert, warum das verboten ist, dann fällt es ihnen leichter, das anzunehmen, als wenn das einfach so ein Prinzip ist, nein, das darfst du nicht, weil du es nicht darfst oder weil das so ist oder weil der Papa das auch nicht durfte oder warum auch immer, sondern es hat ja im Grunde jede Erziehungsmaßnahme auch einen Grund. Das heißt, und sie sagen, er braucht durchgehende Aufmerksamkeit, okay. Gut, vielleicht. Ich kann jetzt nur, also ich könnte Sie jetzt fragen, aber Sie sind ja nicht wirklich anwesend. Wenn Sie anwesend wären, würde ich Sie jetzt fragen, na, wie war denn das vor der Geburt? Hat er dann nicht auch die Aufmerksamkeit gebraucht? Wahrscheinlich hat er sie einfach bekommen, weil er vorher ein Einzelkind war. Das ist kein Vorwurf. Wir haben auch mit einem Einzelkind begonnen. Das ist normal. Aber natürlich, das darf man nicht vergessen. Nicht der zweite wird nie, oder die zweite in dem Fall wird nie ein Einzelkind sein. Die wird das gar nicht kennen, dass sie allein ist und nur Erwachsene schauen auf sie runter. Und sie ist sozusagen der normale Star des Abends oder des Tages oder überhaupt des Universums. Sigmund Freud sagt dazu primärer Narzissmus. Also das hat schon was Normales, nicht? Also. Und dann gibt es noch ein schönes Sigmund Freud-Wort, das mir sehr gefällt und das mir auch hilft im Verständnis, nämlich am Anfang ist der Mensch, also als Kind, als Säugling und später auch als Kleinkind, reines Es, also ich würde sagen reines Bauchgefühl. Das hilft natürlich weiter, nicht das Bauchgefühl, das eben sagt, ja, ihr könnt es mir. Ich kriege alles, ich mag Schokolade, ich mag das und das, ich mag noch einen Film anschauen und so weiter. Das ist eben das normale Bauchgefühl und wenn man dann Grenzen setzt, beginnt das Bauchgefühl zu quietschen. Und genauso sind eben Kinder am Anfang. Und vielleicht haben sie da auch ein bisschen was unterlassen, ja, vielleicht haben sie sich gedacht, okay, ein Kind ist ja wurscht, kann ja noch einen Film anschauen oder was auch immer oder mit dem Handy spielen oder sonst irgendwas.
Und vielleicht rächen sich da auch ein bisschen Unterlassungssünden, die sie vorher begangen haben. Gut, beim ersten macht man immer alles falsch, sagt man. Einfach weiter üben, das wird schon besser werden. Aber er muckt ständig auf, ich hänge mich noch einmal an diesen Satz an, vielleicht sind sie inkonsequent in ihrer Erziehung. Also wenn die Regeln ständig ändern sich, dann kann das Kind auch schwerer die Regeln akzeptieren, als wenn sie immer gleich sind. Also außerdem müssen sie sich überlegen, ob sie die Regeln nicht zu eng fassen, ob das Kind überhaupt noch einen Freiraum hat, ob es Entscheidungsgewalt hat. Ein 3,5-Jähriger kann zwar nicht entscheiden, in welchem Kindergarten er geht und was auch immer, also wichtige Entscheidung, aber er kann Entscheidung über den blauen oder den gelben Pullover anziehen. Sie können ihm 2 Pullover hinhalten und dann sagen, möchtest du lieber den blauen oder den gelben Pullover? Sowas bringt eine Erziehung zur Freiheit in dem Maß, wo sie beide Entscheidungen verantworten können. Das, glaube ich, ist sehr hilfreich. Ich habe das selber gelernt von einem guten Freund von mir, Marco Schwarz, der das sehr schön entwickelt hat. Wir haben auch ein Video von ihm, das wir später mal bringen werden. Ein sehr guter Erziehungsexperte. Das heißt, von Anfang an versuchen, das Kind in die Freiheit einzuführen. Ja? Und wenn das Kind eben total beengt wird, meistens durch perfektionistische Eltern, die alles besser wissen und die keine Gelassenheit aufbringen und ständig Angst haben, dass sie irgendetwas falsch machen oder dass das Kind irgendetwas versäumt, umso mehr muckt der Kleine eben ständig auf, weil ein Leben in vollkommener Unfreiheit natürlich auch nicht besonders schön ist. Ja. Und wenn man sich dann denkt, okay, aber eigentlich könnte ich das oder das. Gut. Das sind so meine Gedanken zu diesem Satz. Jetzt kommen Sie aber zum nächsten Thema und das halte ich für das zentrale Problem in Ihrem Fall. Nämlich, meine Frau und ich sind ständig in Konflikt wegen den Erziehungsmaßnahmen. Ja, mein lieber Herr B., das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich ein echtes Problem und da müssen Sie schleunigst sich miteinander einigen. Wo wollen Sie hin? Was soll aus ihm werden? Was sind Ihre Werte? Wie verstehen Sie Erziehung? Was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt? Wo ist die Grenze? Natürlich, jedes Kind muss Grenzen lernen, liebevoll, aber doch ist es eh klar, keine Eltern der Welt lassen das Kind einfach über die Straße laufen, weil das ist lebensgefährlich oder ins Feuer greifen und so weiter. Also es gibt überall alle Eltern, auch die Eltern, die sagen, ich begrenze mein Kind nicht, die begrenzen ihre Kinder sehr wohl, weil sonst leben die Kinder nicht lange. Kinder sind nicht lebensfähig, besonders im Alter von 0 bis 6, 7, 8, also das kann man dann noch weiter deklinieren. Selbstverständlich, wir Menschen brauchen alle Grenzen. Ja. Wenn wir uns überlegen, was macht der Staat mit uns? Der Staat bezahlt um teures Geld eine Polizei, die sogar manchmal mit Waffengewalt eingreift, oftmals mit sonstiger Gewalt, meistens pekuniär, indem ich schon zahlen muss, wenn ich etwas zu schnell fahre. Zu schnell ist natürlich das, was der Staat, also irgendwelche Bürokraten als zu schnell empfinden, weil ich empfinde es ja nicht als zu schnell. Also das alles, diese Erziehungsmaßnahmen setzt der Staat mit Strafen geben, teilweise mit Gewalt, ja mit psychischer Gewalt oder auch physischer Gewalt. Das alles macht der Staat, weil er anders seine Bürger nicht erziehen kann. Deswegen. Und den Erziehungsauftrag, den habe ich ihm gar nicht gegeben, den gibt er sich automatisch. Aber ich habe Verantwortung für meine Kinder, Sie haben Verantwortung für Ihre Kinder und Ihre Frau auch. Und deswegen müssen Sie sich verantwortungsvoll auf einen Tisch setzen und wirklich klären, vielleicht mit Mediation von jemand anderen oder gar mit psychotherapeutischer oder psychiatrischer Hilfe, um zu erarbeiten, was ist Ihnen beiden wichtig und wo wollen Sie beide hin? Weil, dass Sie ständig in Konflikten sind wegen den Erziehungsmaßnahmen, zeigt einen groben Mangel in Ihrer Partnerschaft auf. Weil
Erstens einmal haben sie sich offensichtlich nicht genug verständigt über ihr Wertesystem, aber dann ist auch die Frage, ist ihnen vielleicht einem von ihnen beiden oder ihnen beiden das Kind wichtiger als der Partner geworden im Laufe der Zeit? Das passiert ja meistens unbewusst, ohne dass man es viel reflektiert, kann aber zu einer großen Katastrophe werden. Schauen wir uns das einmal näher an. Sie ist sehr liberal in der Beziehung, wahrscheinlich meinen Sie in der Erziehung. Nehme ich mal an, ich deute sie jetzt mal um. Ich bestrafe den Jungen, aber meine Frau tröstet ihn, wenn er dann weint und so weiter. Also, das ist schlecht. Ich kann also da kann ich ein stundenlanges Lied davon singen, wie schlecht das ist, wenn Ehepartner sich gegenseitig in die Quere kommen, was Erziehung betrifft. Ich denke an ein Ehepaar, die an und für sich sehr harmonisch sind, sehr harmonisch sogar, auffallend harmonisch, mit einem relativ großen Altersunterschied, wo er versucht streng zu sein und sie ist halt die liebevolle Mama. Und die Kinder hauen sich, das sind drei Söhne, die hauen sich aber die Schädel ein. Also wirklich, da fährt, glaube ich, einmal in der Woche einer wirklich ins Krankenhaus, ins Unfallkrankenhaus, weil Blut fließt, irgendein Knochen gebrochen ist oder irgendwelche sonstigen Schrecklichkeiten. Das sind keine Banalitäten oder so. Und wenn der Vater dann einen Sohn, weil er wieder gesagt hat, ich hasse dich oder sonst irgendwas, oder seinen Bruder geschlagen hat, wieder mal, wenn er den ohne Essen ins Zimmer schickt, dann, und der ist 12 oder was, dann kommt die Mutter hinterrücks und bringt ihm das Essen ins Zimmer. Das ist natürlich nicht sehr effektiv, muss man sagen. Und hilft nicht besonders, nicht? Also hier, glaube ich, muss man sich wirklich an einen Tisch setzen und überlegen, wo willst du hin, wo will ich hin? Manchmal schrecken Frauen zurück davor, dass man eben klare Regeln und klare Grenzen mit klaren Strafen definiert. Also Strafen heißt ja nicht willkürlich irgendwas zufügen, sondern nur die Konsequenzen tragen von etwas, was man nicht gemacht hat. Nicht, wenn man ständig sein kleines Geschwisterchen schlägt, da muss man natürlich den Zugang zum Geschwisterchen verunmöglichen. Das ist selbstverständlich. Sie haben einen 3,5-Jährigen und eine 2 Monate alte, altes Mädchen. Also wenn der auf das Kleinkind, auf den Säugling einschlägt, werden sie ihn natürlich zurückhalten und versuchen, dass er nicht mehr hinkommt. Das glaube ich, da wird Ihre Frau kein großes Problem damit haben. Ne? Also so müssen sie sich wirklich einigen, damit sie in einer Stimme auftreten können. Das Schöne und das Wichtige ist, dass Vater und Mutter sich vollkommen vertrauen einander und sie müssen ja nicht einer Meinung sein, aber sie müssen wissen, dass sie auf derselben Seite sind, dass sie an einem Strang ziehen, dass sie sozusagen in eine Richtung ziehen gemeinsam. Ja? Natürlich macht es der Vater als Mann und die Mutter als Frau, aber es muss so viel Vertrauen da sein und so viel Respekt vor dem anderen, dass man sagt, okay, das ist ja nicht unbedingt ein Gegensatz. Niemals darf man eine Maßnahme, die der andere gesetzt hat, willentlich unterlaufen oder gar vor dem Kind sagen, es ist ein Blödsinn, was der Papa oder die Mama gesagt hat. Weil dann haben sie wirklich eine Autoritätskatastrophe. Und die erste, normalerweise, die das merkt, ist die Mutter, weil 3,5-jährige, 4- und 4,5-jährige Burschen haben irgendwann einmal überraschend wenig Respekt vor ihrer eigenen Mutter. Und dann ist der Vater gefragt, diesen Respekt wieder zu erarbeiten und seine eigene Frau gegen die Söhne zu verteidigen. Interessant, dass das so ist, aber habe ich schon sehr oft beobachtet, auch bei uns. Und hier ist es wichtig, dass zwischen Vater und Mutter kein Blatt passt. Ja? Also dass wenn der Sohn kommt und sagt, keine Ahnung, darf ich das und das spielen, dass man dann wie selbstverständlich fragt, hast du die Mama schon gefragt, ja, und was sagt die nein, dann sagen ja, dann ist es nein. Also wenn die Mama nein sagt, ist es nein, dann brauchst du mich gar nicht fragen. Und dann muss man dem Kind erklären, pass auf einmal, wenn du zu mir kommst und mich was fragst und das vorher die Mama gefragt, dann musst du mir das zumindest sagen. Ja, was ich dann manchmal mache, ich sage, okay, wir gehen noch einmal zur Mama und fragen sie, wie sie das genau gemeint hat. Dann zwinkere ich jetzt so und sage, okay, vielleicht kannst du es doch erlauben, weil sonst,
Und da laufe ich eben ihre Erziehungsmaßnahmen. Aber meistens erklärt sie dann, naja, also Schokolade nein, weil er hat schon 3 Schokoeier gehabt. Das weiß ich dann natürlich nicht. Und deswegen ist es wirklich sehr wichtig, dass man miteinander kommuniziert. Weil im Wesentlichen ist es meistens so, dass der Vater vernünftig ist und die Mutter auch vernünftig und dass man sehr schnell auf einen Nenner kommt, wenn man das Kind nicht in den Himmel hebt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie ihr Kind in den Himmel heben, ganz im Gegenteil, sie sind ein bisschen verzweifelt. Aber ich sage es doch, um diese Antwort komplett zu machen, ich sehe das leider sehr häufig, dass einer von beiden, oftmals muss ich sagen, die Mutter, das Kind eben in den Himmel hebt und den Vater, den eigenen Ehemann, emotional zurücksetzt und vielleicht sogar verachtet, dass dann bei jeder Maßnahme der Kopf geschüttelt wird. Ja? Und Kinder polarisieren sehr stark. Da ist manchmal der Papa der Hero und die Mama ist dumm oder eben auch manchmal umgekehrt. Und wenn der Vater dann eine härtere Erziehungsmaßnahme setzt, ich rede jetzt nicht vom Verprügeln, aber eben irgendeine eine angepasste, eben dem Vorfall angepasste Maßnahme setzt, dass die Mutter dann vollkommen entsetzt den Kopf schüttelt, wenn das Kind dann zu ihr gerannt kommt. Natürlich läuft das Kind dann immer zu ihr. Also man kann das Kind natürlich auch falsch konditionieren. Also das Wichtigste ist, dass sie sich mit ihrer Frau einig sind. Dass, wenn sie das nicht schaffen, dann schaden sie beide ihren Kindern extrem. Sie haben ja schon 2. Sie schaden ihren Kindern sehr. Der Vorteil, den sie haben, ist, sie haben eben zumindest mal 2 Kinder. Das heißt, hier gibt es viel mehr Bodenständigkeit. Weil natürlich, wenn der junge Mann seine kleine Schwester zu verprügeln beginnt, dann werden sie natürlich einschreiten. Also meine Erfahrung ist, 90% der Erziehungsmaßnahmen hängt mit den Geschwistern zusammen, weil man sehr schnell auch Rücksicht nehmen lernt, wenn es eben kleinere Geschwister gibt oder auch größere, dann lernen die auch sich wehren und Grenzen zu setzen und Hilfe zu holen und alles Mögliche. Aber jedenfalls, es ist ein gutes Training. Das, noch einmal, das Wichtigste ist, dass sie sich einig sind und dass sie mit einer Stimme reden und nicht gegenseitig ihre Maßnahmen unterlaufen. Also ich bestrafe den Jungen, sagen sie, und meine Frau tröstet ihn, wenn er dann weint. Gut, ich habe nichts gegen Trösten, wenn er weint. Man darf nur nicht die Erziehungsmaßnahme entwerten. Wissen Sie, besser ist, sie trösten den jungen Mann, nicht wenn er weint. Nicht, man kann ihn bestrafen, aber ihn gleichzeitig trösten und ihm erklären, dass das jetzt notwendig war, weil man eben seine Schwester nicht schlägt, zum Beispiel. Ich bleibe jetzt immer beim selben Beispiel, weil es so plakativ ist. Da geht es natürlich, es gibt noch ganz andere Dinge, wo man erzieherisch eingreifen muss. Das Prinzip ist, dass der Mensch aus Kopf, Herz und Bauch besteht, nicht? Und am Anfang ist der Bauch des Menschen sehr, sehr groß. Aber der Bauch braucht eben langsam die Entwicklung der Vernunft. Und durch die Vernunft die Erkenntnis des Guten, Wahren und Schönen. Ja, das ist im Herzen. Das heißt, wenn Sie ein Gegengewicht gegen den Bauch beginnen zu entwickeln bei ihren Kindern, dann machen sie ihn zu einem vernünftigen Wesen, indem sie ihm erklären, du darfst nicht so viel Schokolade essen, wie du möchtest, sondern, was weiß ich, 2 Stück sind genug. Was sie damit machen, ist, sie bringen die Vernunft ins Spiel, ja? Weil sonst wird dir schlecht, sonst du musst zuerst ein Abendessen essen oder Mittagessen und nachher gibt es die Nachspeise. Ich möchte aber nur die Nachspeise, nein, gibt es nicht. Es gibt zuerst das normale Essen und dann die Nachspeise. Hier entwickeln sie die Vernunft als Gegenpart zum Bauchgefühl. Das Bauchgefühl sagt ja, ist ja Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Genauso sind kleine Kinder Lustmaximierung. Ich will so viel Schokolade essen, dass ich platze. Und Unlustvermeidung ist, ich will nicht ins Bett gehen meistens, nicht aufstehen, kommt dann später in der Pubertät. Kleine Kinder wollen eher früh aufstehen,
aber ich will mich nicht anziehen, ich will nicht gewickelt werden, ich will nicht, ich weiß nicht was alles, extrem unvernünftig nicht. Und hier müssen wir dann der Vernunft dieses kleinen Menschen beistehen, indem wir ihm unsere Vernunft geben und ihm versuchen, das eben auch zu erklären. Ja, es hat fast jede Erziehungsmaßnahme eine rationale im Hintergrund und es ist gut, die auch weiterzugeben. Aber ich komme zurück zu meiner alten Leier, aber das muss mit Ihrer Frau akkordiert sein. Also Sie kommen nicht drum herum, nehmen Sie sich ein paar Stunden, setzen Sie sich mit Ihrer Frau zusammen, zuerst einmal zu zweit und wenn das nicht geht, mit jemandem, der Mediator spielen kann. Und schauen Sie, dass Sie auf einen grünen Zweig kommen. Aber ich habe große Hoffnung bei Ihnen beiden, weil Sie zwei Kinder haben und weil dann das Ganze schon recht bodenständig gespielt wird. Die Einzelkinder werden oftmals sehr realitätsfremd erzogen und sind natürlich eine große Belastung, weil sie eine völlig neue Dimension des Lebens darstellen für die Eltern, nicht das zweite, dritte und vierte Kind. Sind schon viel mehr Normalität. Also meine Frau sagt immer, das Schwierigste und Anstrengendste war, ein Kind zu haben. Zwei Kinder war schon leichter und drei Kinder war schon recht selbstverständlich. Jetzt bekommen wir das vierte. Natürlich ist das insgesamt mehr Arbeit, aber man bekommt unheimlich viel Routine und man regt sich nicht mehr auf, wenn da irgendwo den Stufen rauf oder runter krabbelt oder sonst was, dann fällt er halt ein bisschen runter, wird er schon lernen. Wir waren einmal bei Besuch bei Eltern, die hatten 12 Kinder, total glücklich, also wirklich eine Herzeigfamilie. Und da habe ich gesehen, aha, die Stecker sind alle nicht gesichert. Und ich sage, du, wieso sicherst du eigentlich die Elektrostecker da nicht? Und er sagt, die Kinder greifen höchstens einmal rein. Ich habe den Kopf geschüttelt. In der Zwischenzeit gibt es bei uns auch überall schon Stecker ohne Sicherung, weil tatsächlich es ist in Wirklichkeit, Gott sei Dank, alles nicht so gefährlich, wie diese Helikoptereltern glauben, die eben mit einem Kind schon völlig überfordert sind. Das heißt, Gelassenheit ist wesentlich. Jetzt kommen wir zum nächsten Satz, den Sie schreiben, das Ergebnis, nämlich von dieser Dissonanz zwischen Ihnen und Ihrer Frau, zwischen der Sicht Ihrer Frau und Ihnen auf die Erziehungsmaßnahmen ist, dass uns der Kleine mittlerweile auf den Kopf macht. Ja, okay, klingt sehr feindselig oder kriegerisch, würde ich so nicht stehen lassen, weil er weiß halt, ich meine, er hat halt die Erfahrung bei Ihnen beiden gemacht, dass er durchkommt mit seinen Dingen. Wissen Sie, das Bauchgefühl ist so. Also wenn man hat auf dem Bauchgefühl sozusagen keine Chance geben, nicht? Also wenn Sie, also konsequent müssen Sie sein, sonst kriegen Sie nichts auf die Reihe. Aber tatsächlich eine inkonsequente Erziehung, wo man sich gegenseitig entwertet in seiner Aufgabe als Autoritätsperson, den Vater die Mutter und die Mutter den Vater, da macht das Kind dann in Wirklichkeit gar nicht das, was es will, sondern was gerade im Bauchgefühl drinnen ist, wo es das Kind hintreibt und dann ist es eh unglücklich damit. Also das, aber tatsächlich haben sie dann die Kontrolle völlig verloren. Und wenn Sie aber vielleicht, eben jetzt haben Sie zwei Kinder, wenn Sie vielleicht noch eins kriegen, dann werden Sie schon so bodenständig sein, dass das gar nicht mehr das Thema ist, weil Sie werden automatisch die Grenzen so ziehen, dass Sie das alles überleben. Wir haben einen riesigen quälenden Konfliktherd, und nirgends kann man herausfinden, was denn wirklich die richtigen Erziehungsmaßnahmen sind. Ja, das ist das Faszinierende am Elternsein. Man kann zwar viele schlaue Bücher lesen, aber die widersprechen sich extrem. Und es gibt, glaube ich, nichts objektiv Richtiges, sondern es gibt nur objektiv richtige Ziele. Ne? Aber da müssen Sie erst klären, was ist für mich das Gute. Also ich nehme mal an, Sie wollen, dass Ihr Sohn
später ein guter Mensch wird. Wenn Sie sagen, das muss in erster Linie muss er hochbegabt sein und ganz, ganz gescheit und ganz, ganz viele Sprachen können und 5 Studien abgeschlossen haben, dann sind Sie halt ein perfektionistischer Helikopterpapa. Das kann ich Ihnen nicht empfehlen, weil das führt nur zum großen Unglück und zum Zerwürfnis mit dem Kind, mit dem hochbegabten Kind. Wenn einer von beiden so gestrickt ist, nämlich so perfektionistisch, dann ist das auch schwer. Ja. Aber diesen schwelenden Konfliktherd, den Sie da haben, den würde ich, weil schwelend heißt, es ist nicht, die Flamme brennt nicht, sondern sie brennt gleich. Jederzeit, und das Problem kann jederzeit explodieren und entzündet sich immer wieder. Sie müssen das direkt ansprechen, Sie müssen sich hinsetzen und dieses Thema ein für alle Mal vielleicht eben unter einer guten Führung klären miteinander. Gibt es objektiv richtige Erziehungsmaßnahmen? Ich würde sagen, der Erfolg gibt recht. Also der Erfolg heißt, das Kind reagiert auf das, was wir tun. Das Wichtigste ist, glaube ich, Konsequenz. Nicht? Und natürlich können Sie nicht nur mit Vernunftgründen arbeiten bei einem 2-Jährigen oder 3,5-Jährigen. Da müssen Sie schon auch ein bisschen mit Strafen arbeiten, in dem Sinn, dass er merkt, dass sein Handeln eine Folge hat, ja? Dass sein Handeln vielleicht anderen Menschen wehtut oder so. Hier gibt es Eltern, die ideologisch so verblödet sind, dass sie nicht mehr wahrnehmen, auf das Kind blicken, was das Kind eigentlich braucht, sondern die sehr festgefahren sind in irgendwelchen Theorien. Unglücklicherweise haben sich kinderlose Gesetzgeber dazu hergegeben, ganz massiv in Elternrechte einzugreifen und ihnen vorzuschreiben, wie man erziehen soll, halte ich für sehr, sehr schlecht, weil es gibt sehr viele liebevolle Erziehungsmaßnahmen, die das Kind eben benötigt, um herauszufinden aus einem Fehlverhalten. Und Fehlverhalten ist durchaus etwas, was der Staat später auch mit Gewalt ahnden wird. Nicht? Und deswegen ist es wichtig, dass man die richtigen Erziehungsmaßnahmen setzt, natürlich in Liebe. Aber natürlich gibt es jetzt nicht die große Erziehungsbibel, wo man alles nachliest. Wenn das ist, dann muss das sein. Aber das Einzige, Konsequenz und Einigkeit, das gebe ich Ihnen mit. Konsequenz und Einigkeit und genau auf das Kind blicken und schauen, versteht das, merkt es sich die Regel, ist die Regel angebracht, ist es nicht übertrieben, ist unser Erziehungsziel sinnvoll? Man kann nicht alles von einem Kind verlangen. Nicht? Also zuerst einmal prügel nicht deine Schwester, das wäre natürlich schon einmal ein gutes Ziel. Oder wenn die Mama sagt anziehen, dann wäre es angebracht, sich anzuziehen. Irgendwelche Sachen sage ich jetzt. Oder wenn es in den Kindergarten geht, dann fahren wir wirklich. Und wir fahren nicht nur in den Kindergarten, wenn du willst, sondern eben, wenn die Eltern wollen, weil die Eltern entscheiden das. Nicht? Gibt es ein richtig überhaupt? Das ist natürlich schon fast eine philosophische Frage. Ich würde sagen, es gibt für jedes Kind mehrere richtig, aber auch sehr viele falsch. So würde ich das beantworten. Es gibt, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch braucht was anderes. Also es gibt Kinder, die sind so wahnsinnig stur, da kommen sie mit persönlicher Sturheit einfach nicht weiter, sondern da kommen sie mit Schmähs und Lustigsein weiter. Also ich halte meine Söhne immer wieder auf, die sind alle sehr stur und wenn man da auch auf stur schaltet, dann ist stur gegen stur und das eskaliert dann einfach nur vollkommen sinnlos, das hat keinen Sinn, aber wenn ich sie zum Lachen bringen kann, dann ist die Situation entkrampft, diese Nerven hat man natürlich auch nicht immer, aber es macht natürlich auch viel mehr Spaß, wenn das einem so gelingt und noch dazu ist man halt dann nicht immer der böse Papa. Also gibt es die richtigen Erziehungsmaßnahmen? Gut, darüber kann man wirklich lang nachdenken. Ich glaube, es gibt sehr viele falsche Erziehungsmaßnahmen. Ja. Also diese anti-autoritäre Erziehung oder der Laissez-faire-Erziehungsstil entwickelt natürlich unbändige Egoisten, besonders wenn die Kinder Einzelkinder sind und wenn sie sich nicht reiben können an Gleichaltrigen oder an nicht gleichaltrigen Geschwistern, die halt natürlich entweder stärker sind oder schwächer, wo man Rücksicht nehmen muss oder irgendwie in Verhandlungen treten muss. Das sind lauter Sachen, die lernt man am besten gleich in der Familie. Natürlich können Einzelkinder das auch noch woanders lernen, dann ist es auch gut, wenn man sie
in den Kindergarten gibt, damit sie sozusagen Pseudogeschwister haben. Aber besser ist natürlich das eigene Geschwisterchen. Weil wenn sie da mal schaffen, Rücksicht zu nehmen, dann ist schon viel erreicht. Ja, dann ist auch die Frage, vielleicht braucht der 3,5-Jährige jetzt vielleicht wirklich einen Kontakt mit Gleichaltrigen im Kindergarten. Vielleicht, ich weiß nicht, sie schreiben nicht darüber, vielleicht ist der im Kindergarten, aber vielleicht ist ihm einfach noch schon fad zu Hause, nicht? Also mit 3,5, 4 kann den Kindern einfach fad werden zu Hause. Man sagt, okay, ich möchte meine glückliche Kindheit zu Hause ermöglichen, finde ich gut, ausgezeichnet. Aber vielleicht braucht er ganz was anderes. Sie müssen auf das Kind blicken und jedes Kind ist anders. Dann ist auch die Frage, mit wie viel Stress kommen Sie nach Hause, Sie und Ihre Frau, nicht? Also ist Ihre Frau zu Hause bei den Kindern? Jetzt natürlich schon, ja, aber wie viel Stress hat sie? Wie unzufrieden ist sie mit der Situation? Offensichtlich ist Ihre Ehe nicht besonders harmonisch. Und das natürlich hat auch einen gewissen Impact, ja. Also ich sage immer, happy life, happy wife, happy life. Also es ist gut für den Mann, wenn er versucht, seine Frau glücklich zu machen. Das hat eine ganz große Wirkung auf die gesamte Familie. Was macht sie glücklich? Überlegen Sie mal, was macht Ihre Frau glücklich? Darüber würde ich nachdenken, nicht immer nur jammern. Also Sie jammern eh nicht nur, aber ich sage das jetzt einmal so deutlich. So, weiters. Wir haben keine Zeit mehr für uns, sind ständig gereizt und müde. Also hier, lieber Herr B., das ist noch ein Schlüsselsatz. Da triggern Sie viel in mir. Also das predige ich immer. Eltern müssen Zeit füreinander haben. Ja. Was kinderlose Paare zu viel haben, haben Eltern mit Kindern zu wenig, aber sie hätten es ja, wenn sie sich's nehmen würden. Nicht? Deswegen ist es wichtig, dass Sie zumindest einen Abend in der Woche oder von mir aus auch ein Mittagessen, wie auch immer Sie sich da organisieren, nur mit Ihrer Frau irgendwas unternehmen, wo sie gut ins Gespräch kommen können. Nämlich, wie geht es dir mit dir? Wie geht es dir mit mir? Ja, wie erlebst du mich? Und dann erzählt man auch selber, wie geht es mir, mit meinem Job, mit bla bla bla. Und wie geht es mir mit dir? Ja, und hier kann man auch kritische Sachen ansprechen, je nach mit Fingerspitzengefühl und Feingefühl. Und hier können sie eben diese schwelenden Konflikte, von denen sie gesprochen haben, langsam in Sprache bringen und dadurch aushöhlen. Also ein wöchentliches, regelmäßiges Ehegespräch oder Eheabend, sagt man klassischerweise, kann eine Ehe extrem verbessern, weil es sind zwei erwachsene Menschen, die miteinander alt werden wollen, die miteinander durchs Leben gehen, aber die abgelenkt sind durch eben diese kleinen Wesen, die ihre ganze Aufmerksamkeit fordern. Und es ist auch wichtig, noch einmal, dass Sie sich selber immer wieder klar machen, meine Frau ist mir wichtiger als meine Kinder. Das geht nur dann, wenn man über der Frau noch was Wichtiges hat, nämlich die Selbsttranszendenz, irgendwas Wahres, Gutes, Schönes, Religion zum Beispiel wäre sowas. Ja. Wenn das drüber steht, dann kann man die Frau wirklich, oder den Mann, das ist natürlich dann austauschbar, wirklich sehr gut ehren, achten und lieben, das kann man. Und die Kinder kommen danach. Und das müssen die Kinder von Anfang an merken. Papa und Mama sind eine Einheit, die gehören zusammen. Und das ist unantastbar, da komme ich nicht ran, da kann ich nicht dazwischen intrigieren. Deswegen sind ja Scheidungen so eine Katastrophe, besonders in Familien, wo es eben Kinder gibt, weil eben diese Einheit zerrissen wird. Weil der eine da und der andere dort ist und dann gibt es einen Wettkampf vielleicht sogar im Bestechen des Kindes und dann kommt das Kind auf Augenhöhe mit den Eltern und dann ist im Grunde, dann ist schon sehr viel verloren. Aber da habe ich mich jetzt von Ihnen in meinen Gedanken wegentwickelt. Also Sie haben keine Zeit mehr für sich, das müssen Sie dringend. Also das ist das Gebot der Stunde, setzen Sie sich mit, das sage ich Ihnen eh schon von Anfang an von Ihrem Schreiben her, setzen Sie sich mit Ihrer Frau zusammen, hören Sie Ihrer Frau lange zu, sagen Sie dann, ich verstehe dich, versuchen Sie auch, sie zu verstehen und dann versuchen Sie eine, weil Ihre Frau hat auch irgendwie recht aus Ihrer Sicht, wissen Sie, es gibt eine weiblich-mütterliche Sicht, die richtig ist und eine männlich-väterliche Sicht, die auch richtig ist. Versuchen Sie, sie zur Deckung zu bringen. Versuchen Sie nicht ständig die Gegensätze zu sehen, sondern Sie sind wie zwei Augen, die gemeinsam dreidimensional sehen. Das ist für die Erziehung
Das ist ganz essentiell. Deswegen, Sie müssen kommunizieren, weil wenn jedes Auge, wenn diese zwei Augen, die Sie hier sehen, im Gehirn nicht kommunizieren würden, dann hätte ich ständig Doppelbilder. Ja. Sie müssen kommunizieren. Das ist das, die Kommunikation zwischen Mann und Frau ist das Gehirn zwischen den zwei Augen. Und erst dann sieht man so richtig dreidimensional und dann wird man dem Kind gerecht. Also reden Sie miteinander. Wir können uns in unserer Stadt keine kindergeeignete Wohnung mit Garten leisten. Ja, naja, es ist jetzt die Frage, also da kann man jetzt viel dazu sagen, was ist kindergeeignete Wohnung? Muss ein Garten sein? Natürlich ist ein Garten praktisch, zweifellos, aber es muss auch nicht unbedingt sein. Ich kenne sehr glückliche Familien, die haben keinen Garten, aber natürlich ist ein Garten angenehm, also muss aber nicht sein, verstehen Sie? Ich höre hier eine Enge heraus. Ich höre heraus, dass Sie sagen, das muss alles sein. Was ist eine kindergeeignete Wohnung? Ich meine, die kindergeeignete Wohnung, die müssen Sie ja selber einrichten. Ja? Also natürlich werden Sie nicht ein 1.000 Euro teures Schmuckstück in Augenhöhe der Kinder aufhängen, weil das ist natürlich bald kaputt. Also kindergeeignete Wohnung müssen Sie einrichten. Das ist keine, sowas kann man nicht mieten oder kaufen oder sonst was. Also deswegen verstehe ich den Satz nicht ganz. Oder meinen Sie, dass es riesig ist, groß? Kennen jetzt Ihre Stadt nicht, das haben Sie nicht geschrieben. Also natürlich gibt es ja teure Städte, aber dann muss man sich auch überlegen, was für Konsequenzen ziehe ich daraus. Also wir wohnen in der Nähe von Wien, also unser Haus ist groß, aber hätten wir in Wien sowas Ähnliches, dann würden wir wahrscheinlich für denselben Preis, den wir zahlen, nur ein Drittel der Wohnfläche bekommen. Das ist halt, also je weiter man vom Stadtkern entfernt wohnt, umso billiger werden die Häuser. Das muss ich Ihnen nicht erklären, hoffe ich, weil das wissen Sie. Da muss man halt Kompromisse schließen. Nicht? Es gibt natürlich das Landleben, es gibt das Stadtleben in der Innenstadt und dann gibt es halt irgendwas dazwischen. Da, ich weiß auch nicht, wie viel Sie verdienen. Da kann man schon, also wenn man sich mit seiner Frau wieder zusammensetzt, ja, sind wir wieder beim Thema, Sie müssen eins werden mit Ihrer Frau. Und dann überlegen Sie sich, in welchem Abstand Sie suchen, beginnen, was Sie sich leisten können und dann welche Miete oder welches Eigentum Sie sich anschaffen wollen. Babysitter sind schwer zu finden und teuer. Ja, also ich weiß es wieder nicht, wo Sie wohnen, aber Babysitter, ja, muss man sich ein bisschen umschauen, aber ich glaube, das ist nicht das große Thema. Und teuer, ja, relativ. Also wenn Sie ein 15-jähriges Mädchen finden, die verlangen manchmal 10, 12 Euro pro Stunde. Manche sogar nur 5 Euro. Ist das teuer? Ja, okay. Also ich meine, es ist aber auch sehr wertvoll. Nicht? Wenn Sie 3 Stunden weg sind und 15 Euro zahlen für die Babysitter, dann ist das schon okay. Nicht? Also da weiß ich jetzt nicht, was meinen Sie genau mit teuer. Aber es ist schon wichtig, vielleicht haben Sie auch Verwandte, die manchmal auf die Kinder aufpassen können, aber es ist schon wichtig, dass Sie auch Zeit ohne die Kinder haben. Jetzt haben Sie 2 Kinder und die Zeiten mit Ihrer Frau allein werden wichtiger, nicht? Ihr Sohn ist jetzt 3,5, der wird dann bald 4 und dann 4,5. Das heißt, er wird immer mehr, seine Vernunft wird erwachen, er wird immer mehr verstehen, was Sie eigentlich erzieherisch wollen, aber er wird auch mehr mitbekommen. Und Sie müssen immer mehr aufpassen, dass er nicht Ihre Themen und Probleme einfach mitbekommt und mitträgt. Gehen wir mal weiter in dem, was Sie mir da schreiben. Wir überlegen schon, unseren Verwandten aufs Land zu ziehen. Ah ja, also habe ich nichts dagegen. Wie gesagt, es gibt ja zwischen Stadt, Innenstadt und Land gibt es ja alle Abstufungen. Sie können ja in einen Vorort ziehen von dieser großen Stadt, wo Sie jetzt leben. Sie können ja auch einen längeren Weg in Kauf nehmen. Also ich fahre mit dem Rad 22 Kilometer meine Arbeit. Das muss man nicht machen, ich mache es gern. Da habe ich gleich eine Auslüftung und da fahre ich mit dem Rennrad 50 Minuten und nachher bin ich total frisch. Also für mich ist das sensationell, da kann ich auch mir Musik anhören oder sonstige Sachen mit Kopfhörer, also mir taugt das voll. Da ist jeder Mensch anders, aber dafür haben wir halt frische Luft und sind am Stadtrand und wohnen sehr ruhig und haben eben auch einen Garten, verstehen Sie, da muss man halt Kompromisse ziehen. Sie müssen nicht direkt voll aufs Land ziehen, was auch immer das Land ist.
was dann ein berufliches großes Risiko darstellt, ja, keine Ahnung, weil ich nicht weiß, was sie beruflich machen, aber machen Sie sich nicht zu viele Probleme, die lösbar sind, weil das ist alles lösbar. Wissen Sie, ich merke bei Ihnen ein bisschen so ein Schwarz-Weiß-Denken, entweder Innenstadt oder Land, ja, okay, wissen Sie, da gibt es Grautöne dazwischen. Teure Babysitter ja auch. Ich meine, irgendeine Lösung muss man schon finden. Sie müssen es schaffen, mit Ihrer Frau alleine Zeit zu verbringen. Ja, und ja, nicht den 3,5-Jährigen in ihrem Ehebett schlafen lassen und auch das Baby nicht. Das muss woanders hin, damit sie eben eine ehrliche Intimität haben gemeinsam. Ich meine das sexuell, aber ich meine das auch von gesprächstechnischen her. Wenn Sie ein Zimmer haben, das Ihnen gemeinsam gehört, kommen Sie vielleicht ins Gespräch, als wenn Sie in Ihr eigenes Schlafzimmer gehen, schweigen müssen, das Licht nicht anbringen können und nichts reden können, weil sonst der Schatziputzi aufwacht. Also das, davon kann ich, da muss ich ganz dringend abraten. Also ich verdächtige Sie jetzt, ohne irgendwas über Sie zu wissen, dass der kleine Prinz ohnehin in Ihrem Bett schlaft. Also raus mit ihm ins eigene Zimmer. Sie brauchen das für Ihre Frau und sich selber und das Baby gleich auch dazu. Ja, ich weiß schon, es ist bequemer, wenn Sie mit einem Beistellbettchen das Kind im Zimmer haben, aber es ist besser auf Dauer, wenn die Kinder ihren eigenen Raum haben. Punkt. Ich weiß, da werden jetzt einige vielleicht wieder ein bisschen nervös, weil ich so kategorisch rede, aber ich glaube, ich muss ja auch einmal Aussagen treffen. Ich bin der Verteidiger der Ehe, wissen Sie, ich bin ein Paartherapeut und ich merke, wie sehr eben Paare leiden, wenn sie die Kinder zu hoch aufhängen, wenn sie denen eben zu viel Spielraum geben und eben nicht begrenzen. Zum Beispiel in der Nacht, dass die Kinder immer wieder zurück ins Bett getragen werden. Kinder lernen das, wenn sie ins Bett getragen werden, aber wenn die sagen, ich möchte im Mama-Papa-Bett schlafen, wer hat das noch nicht gehört? Dann sagt man einfach, geht nicht, weil da schlaft eben die Mama und der Papa und sonst niemand. Ich kann mir wirklich bei bestem Willen nicht vorstellen, wie eine normalsterbliche Familie in der heutigen Zeit ein angenehmes Leben mit vielen Kindern haben kann. Naja, also passen Sie auf, da ist schon was Wahres dran. Ich bin kein Politiker und will auch nie in die Politik abschweifen. Gott sei Dank ist mir das erspart geblieben. Aber in der Tat werden Kinder, also Familien mit Kindern und besonders mit vielen Kindern definitiv extrem benachteiligt dafür, was sie leisten für den Staat und für das allgemeine Wohl. Es ist wirklich skandalös, was sich ein kinderloses Paar leisten kann an Urlauben, Autos, Fernseher und sonstigem Zeug und was kinderreiche Familien entbehren müssen. Also ich plädiere hier sehr für einen Steuernachlass pro Kind. Weil der Staat kann ja im Prinzip das Geld dort einheben, wo er lustig ist. Und dass dann kinderreiche Familien eine Art von Almosen bekommen von dem, was sie alles an Steuern geleistet haben, ist eigentlich absurd, meiner Meinung nach. Also wenn Sie pro Kind, keine Ahnung, 3 oder 5% weniger Steuern zahlen, dann haben Sie auch das Problem der Überalterung, glaube ich, in Deutschland, Österreich und der Schweiz gelöst, aber wie gesagt, ich bin kein Politiker. Aber ich gebe Ihnen schon recht, dass es gar nicht so leicht ist, ein angenehmes Leben mit vielen Kindern zu führen, wenn man halt nicht zufällig einen Job hat, wo man wirklich viel verdient. Tatsächlich, da gebe ich Ihnen recht. Aber natürlich, was ist ein angenehmes Leben? Muss man jedes Mal auf die Malediven fliegen oder auf die Seychellen im Urlaub? Viele Leute definieren sich über einen teuren Urlaub. Also ich habe Patienten, wenn die nicht 50.000 Euro für den Urlaub ausgegeben haben, dann kann der Urlaub nicht schön gewesen sein. Also ich kann echt nur staunen. Also die schönsten Urlaube, die ich erlebt habe, die haben fast nichts gekostet. Also im Vergleich zu 50.000 meine ich jetzt. Natürlich kann man sich auch einmal was leisten, aber jedenfalls, ich glaube, dass unsere Ansprüche auch schon sehr hoch sind davon, was ein angenehmes Leben ist. Ich meine, muss jeder ein Auto haben? Wie viele Autos braucht ein Paar? Ja, es gibt Paare, die haben 3 Autos, obwohl sie 2 Personen sind. Also ja, das ist alles relativ, aber tatsächlich. Und die kinderreichen Familien haben Entbehrungen und die leben natürlich auf einem einfacheren Niveau als, wie gesagt, die Paare, die sich gegen Kinder entscheiden. Bilde ich mir es nur ein oder ist die Gesellschaft extrem elternfeindlich?
Ja, extrem. Da sind sie jetzt wieder so im Schwarz-Weiß-Denken drinnen. Also ich glaube, dass das Elternsein nicht wirklich gefördert wird von der Gesellschaft tatsächlich. Allein, dass der wichtigste Beruf, den wir wohl haben in unserer Gesellschaft, nämlich Hausfrau und Mutter, eine Vollzeitmama, die sich ganz um ihre Kinder kümmert, dass das gesellschaftlich eigentlich vollkommen abgewertet wird und lächerlich gemacht wird. Das erlebe ich eigentlich Land auf, Land ab und das ist total skurril. Im Grunde, weil wenn man weiß, was eine Mutter von einem Neugeborenen, vielleicht einem 3,5-Jährigen so leistet pro Tag, dann kann man eigentlich nur respektvoll den Hut lüften und sagen, großartig gemacht. Wissen Sie, wenn man eine Hilfe holt, die genau das macht, was diese heroische Mutter dann macht, dann ist die berufstätig und die Mutter kann woanders berufstätig sein, aber die Tätigkeit muss ja am Ende doch gemacht werden, nur ist es halt dann eine Fremdbetreuung. Also im Grunde gebe ich Ihnen recht, dass die Gesellschaft ja sehr schräg denkt. Aus meiner Sicht sind das viele, viele Einflüsse von kinderlosen Menschen, viele Feministinnen, die eben in erster Linie die Sicht haben auf die angeblich benachteiligte Frau. Und deswegen ist es besser, Simone de Beauvoir sagt das ja, die Frau, sagt Simone de Beauvoir, soll nicht die Wahlfreiheit haben zwischen Berufstätigkeit und Kinderkriegen, weil zu viele Frauen würden sich für das Kinderkriegen entscheiden. Das ist ein Originalzitat von Simone de Beauvoir, finde ich sehr entlarvend. Und das erlebe ich immer wieder. Das Wichtigste ist, irgendwo berufstätig sein und Kinder kriegen kann man auch, wenn man will, ist eine Art Hobby, wenn man sich's leisten kann, nicht? Also wir sind in Österreich, Deutschland, Schweiz, eine der reichsten Länder der Welt. Also wenn wir da nicht Frauen, die sich für das Kinder, für eine große Familie entscheiden, wenn wir die nicht finanziell absichern können, indem wir ihnen eine Pension zahlen, indem wir diese Leistung auch entsprechend honorieren, dann weiß ich nicht, wofür wir dieses viele Geld verprassen, dass wir Jahr für Jahr durch die Steuern einnehmen. Also zusammengefasst, ja, natürlich sind wir elternfeindlich, aber deswegen kann man ja trotzdem ein glückliches, nämlich ein kinderreiches Leben führen. Kann es sein, dass jemand, der redlich arbeitet, sich nicht einmal eine Gartenwohnung mit 4 Zimmern leisten kann, ohne extremen Druck zu haben? Ja. Die Frage ist, wo? Wissen Sie, in der Wiener Innenstadt könnte sich das zum Beispiel niemand leisten. Aber irgendwo in einem Randbezirk oder eben außerhalb der Stadt schon. Also deswegen, ich finde, man muss Kompromisse schließen und ich bin nicht so ein Schwarzdenker wie Sie. Natürlich gibt es Benachteiligungen, die sehe ich auch. Aber es gibt auch, so schlimm ist das alles nicht. Ich glaube, im Wesentlichen ist es machbar und man muss sich halt gemeinsam mit seiner Frau in dem Fall gut überlegen, was ist uns wichtig? Was wollen wir? Wo wollen wir hin? Wie viele Kinder wollen wir? Aber ich kann Ihnen nur sagen, Kinder sind ein Segen. Kinder sind ein Segen, aber nur dann, wenn sie als Eltern eins sind, wenn sie harmonieren, wenn sie sich gegenseitig respektieren, wenn sie verstehen, dass sie verschiedene Sichten haben auf die Dinge, aber dass sich diese Sichten perfekt ergänzen und so, dass sie dann ein Großes und Ganzes erkennen, das sie sonst nicht erkennen. Ich nehme wahr, an ihrem E-Mail, dass sie mit ihrer Frau nicht dementsprechend harmonieren, dass sie sich nicht ergänzen, dass sie beide wahrscheinlich ein bisschen beratungsresistent geworden sind, was den jeweils anderen betrifft. Und das würde ich an ihrer Stelle schleunigst abbauen, weil das schädigt nicht nur ihre Kinder, sondern das schädigt auch ihre Beziehung und kann darin enden, dass sie sich total entfremden. Das wäre nicht gut. Sie sprechen oft von Ordnung. Ja, das freut mich. Das heißt, Sie haben mich öfter gehört. Ich spreche tatsächlich oft von Ordnung, weil Psychotherapie hat wahnsinnig viel mit Ordnung zu tun. Und die Paartherapie oder Familientherapie ohnehin. Können Sie da vielleicht Ordnung reinbringen und mir sagen, wie man in so einer Zeit die Familie richtig durchs Leben leiten kann, ohne sich irgendwann scheiden zu lassen, wie so viele? Naja, also jetzt kann ich nur eine Zusammenfassung geben. Ich hoffe, ich habe diese Frage schon beantwortet, sonst werde ich sie jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr beantworten. Ich glaube, es ist eine Frage der Prioritäten. Sie und Ihre Frau brauchen beide
eine selbsttranszendente Ausrichtung. Das heißt, sie brauchen irgendetwas Höheres, an dem sie sich orientieren. Das ist für viele Menschen die Religion. Und sie beide nach oben schauen können, respektvoll, und sagen, das anerkenne ich, 10 Gebote oder was auch immer. Das ist das Wahre, das Gute, das Schöne für mich. Wenn sie da eine Einigkeit erzielen, dann wäre die zweite Ebene, Mann und Frau sind einander als Ehepartner das Wichtigste überhaupt. Es gibt nichts auf der Welt, was wichtiger ist, auf der Welt, ja, was wichtiger ist als für den Mann die Frau, Ehefrau, und für die Frau den Mann. Und danach kommen die Kinder und danach kommt lang nichts. Und dann erst kommen die Eltern, die Schwiegereltern, und dann kommen die Geschwister und so weiter, dann kommt alles andere, und der Job ist auch eine Art von Dienst an der Gesellschaft. Aber ein ganz primärer Dienst ist die gute Erziehung der Kinder. Weil das ist das, was der Staat wirklich braucht. Das ist eine ganz große Ordnung. Und hier hinein, da sehe ich das Defizit. Also Sie haben nichts von einer transzendenten Ausrichtung von Ihnen und Ihrer Frau gesagt. Das kann natürlich sein, dass Sie die haben. Aber ich sehe diese fehlende Harmonie zwischen Ihnen und Ihrer Frau als ein großes Problem da, das Sie angehen müssen. Und dann die Kinder auf die nächste Ebene, auf die Ebene 3. Und dann aber den Kindern dienen, ja, nicht die Kinder, sich der Kinder bedienen, irgendein Superkind produzieren wollen, damit ich der tolle Papa bin, der Superdad oder die Supermom, sondern, also nicht das hochbegabte Kind fördern, sondern auf das Kind schauen und schauen, was braucht das Kind, wie kann das Kind ein guter Mensch werden, wie kann es sich entwickeln, wie kann es die richtigen Hierarchien und die Ordnung im Kopf haben, und dann kann das Leben schon gelingen. Ob sie sich scheiden lassen oder nicht, ist auch eine Frage des Herzens. Ja. Das Herz entscheidet, bin ich treu oder bin ich nicht treu, bin ich offen für eine Affäre oder nicht, bin ich bereit, durch dick und dünn mit dieser Frau zu gehen, bin ich bereit, in guten und in schlechten Tagen bei Gesundheit und Krankheit zu ihr zu stehen, oder nur, wenn es sich gerade gut anfühlt. Das ist eine Entscheidung des Herzens. Wenn Sie sich dafür entschieden haben, dann ziehen Sie es durch. Es zahlt sich wirklich aus, weil nach schlechten Tagen kommen wieder gute Tage. Aber nur dann, wenn man immer wieder respektvoll aufeinander zugeht, mit den 3 Prinzipien, bitte, danke und Entschuldigung. Ja, also wenn Sie, gehen Sie so mit Ihrer Frau um, bitte, danke, Entschuldigung. Wenn Sie das miteinander praktizieren, dann werden es Ihre Kinder auch lernen. Ich hatte einen extremen Kampf bei meinen Kindern. Wie gesagt, die sind sehr stur. Also bitte, danke, funktioniert wirklich hervorragend, sehr respektvoll, haben sie sofort verstanden. Entschuldigung, ist lang nicht in den Kopf gegangen, aber jetzt hat es plötzlich der 4,5-Jährige kapiert. Und ihr heute hat es der 2,5-Jährige das erste Mal gesagt, ich war total glücklich. Sofort. Die hauen sich immer wieder eine rein gegenseitig, aber dann entschuldigen sie sich, und das ist einfach schön. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich mich bei meiner Frau entschuldige und sie sich bei mir entschuldigen, die Kinder das auch mitbekommen. Also die Kultur des Bitte, Danke, Entschuldigen, das macht eine Familie, das hilft einer Familie enorm. Lieber Herr B., ich habe mir große Mühe gemacht, Ordnung zu bringen in Ihr E-Mail und Ihre Anfrage. Ich hoffe, es hat Ihnen geholfen und gefallen. Alles Gute weiterhin und auf Wiedersehen.